Hallo Freunde, es gibt ein neues Dev Forever und wie ihr wahrscheinlich schon am Bild erkennt, sitzen wir heute nicht in meinem Büro, sondern wir sitzen in Frank Albrechts alten Büro und Frank Albrecht, wisst ihr ja, ist nur noch freier Mitarbeiter bei Dev Forever, weil er einen bürgerlichen Job angenommen hat, nebenbei sozusagen. Das Thema hatten wir in der letzten Vorstellung mit Frank. Auf Franks Platz sitzt jetzt Björn Thorsten Jaschinski. Der Mann hinter der schicken Maske. Was hast du da für eine Maske auf? Zieh mal gerade. Sehr, sehr schön. Wir haben ein paar machen lassen und werfen die nach dem Zufallsprinzip in die Heftbestellung rein. Also wenn ihr zu Hause so ein Ding habt, dann die sind natürlich eingepackt, wenn wir die reinwerfen. Dann wisst ihr Bescheid. Das ist, kostet nichts. Sind dann einfach da drin, weil wir werden die ja wohl noch eine Zeit lang brauchen. Darf es auch abnehmen jetzt. Bedankt. Also das ist Björn Thorsten. Hallo erstmal. Und sitzt jetzt in Franks Büro. Franks Büro sieht anders aus als vorher. Also hier sitzt, hat sich einiges geändert, direkt in der ersten Nacht. Ja, die Wände waren mal weiß. So wie die Decke ungefähr. Ja, als du kamst, war die weiß. Ja. Weil Frank seine Poster mitgenommen hat. Ne? So genau. Aber es sollte... Lieblingsposter und so hat er abgehängt und mit nach Hause genommen. Aber du hast in Rekordzeit, innerhalb von 2 Stunden hast du alles tapeziert hier. Ja, mach, sollte Zeit, ein bisschen Zeit wie zu Hause sein. Ja, so sieht auch ein vernünftiges Büro aus. Also so muss das auch sein, finde ich. Ne? Weiß man Bescheid. Da sieht man auch, dass du in allen Genres zu Hause bist. Also du bist vielleicht derjenige beim Dev Forever, der sich in den meisten Genres am besten auskennt. Ui. Ja, kann wirklich gut sein. Also gibt vielleicht zwei andere, die dir das Wasser reichen können, aber mehr musikalisches Fachwissen, glaube ich, hat keiner von uns. Glaube ich wirklich. Du hörst ja von 70er Rock, hier altes Queen-Ding, du hörst ja von 70er Rock bis zu obskursten Black Metal. Hier hast du dir gerade eine Abigor EP-Sammlung gekauft, genau, bei Idiots Records. Das ist auch lustig, mit seinem ersten Gehaltsvorschuss ist Björn Thorsten sofort zu Idiots gelaufen und kam dann 3 Stunden später freudestrahlend wie ein Kind, das man in Süßigkeitenladen geschickt hatte, zurück. Hat dann das 2 Taschen mit Tonträgern unterm Arm. Im Süßigkeitenladen war ich auch. Hier gibt es ja an jeder Ecke ein Bütchen und das ist ja leider auch vorhanden. Ja, er kauft gerne, ja, gerne viele Platten und... Idiots Records liegt auf dem Weg zu meiner Wohnung. Ich bin dann abends da noch vorbeigefahren oder nach Enkorn und gesagt, habt ihr unseren neuen Redakteur schon kennengelernt? Und da lachten die alle laut. Und ja, die machen jetzt das Geschäft ihres Lebens, ne? Seit du hier bist. Kann passieren. Idiots ist halt einfach so ein bisschen alte Heimat. Ja. Ich bin in der Gegend aufgewachsen, wohne eigentlich in Niederbayern und pendel jetzt wieder schön und kann Familie besuchen, Freunde besuchen. Und Idiots Records ist einfach der Laden, in dem ich Anfang der 90er schon das erste Geld, was ich als Schüler mal im Nebenjob verdient habe, ausgegeben habe. Und so geht das jetzt weiter. Ja, das ist auch vorbildlich, finde ich. Ja, wie gesagt, du bist in allen Genres zu Hause. Was hörst du denn so am liebsten? Was ist denn dein Spezialgebiet? Also nicht umsonst hängt das Queen-Poster da hinten. Das ist die Band für die einsame Insel. Müsste ich mich entscheiden, mit der Diskografie von nur einer einzigen Band irgendwo eingeschlossen zu werden oder abgelegt, dann wären es definitiv Queen, weil die alles bieten, was man haben muss. Aber ansonsten ganz großer Dan Swanö, Edge of Sanity-Nerd. Generell Schweden ist so das Gebiet, was zu Hause sehr stark vertreten ist. Also meine Eltern haben mit Björn Thorsten als Vornamen eine Menge richtig gemacht eigentlich. Die hatten wohl schon eine Ahnung. Jetzt hast du auch noch den passende Pullover angezogen heute zu. Kein Kapu, sondern ein alter Pullover. Passend zum, wir haben wieder ein Poster im Heft, das hatte ich ja letztes Mal, glaube ich, schon versprochen. Dadurch, dass wir so viele Solidaritätsabos bekommen haben. Danke nochmal an alle von euch, die das gemacht haben und auch Leute, die Geschenkabos verschenkt haben. Ich werde mich da noch bei einigen Leuten, die sich da besonders hervorgetan haben, auch noch bedanken, sobald wir hier ein bisschen dazu kommen, solche Sachen zu machen. Aber da passiert auch noch was. Wie gesagt, danke an alle, die uns da so toll unterstützt haben. Auch zum Beispiel unsere Forums-User, die 2 Anzeigen geschaltet haben mit 2 Heften. Ganz toll. Und ihr habt natürlich viel aufgefangen von den im Moment nicht geschalteten Anzeigen von Konzertveranstaltern und Festivalveranstaltern. Das ist ja klar. So, und jetzt hat es also so gut funktioniert mit den ganzen neuen Abos und so weiter und mit eurer Aktion, dass wir auch das Poster wieder beilegen können. Und wir haben diesmal entschieden für ein super Foto von Saskia.
Das hatten wir schon mal im Heft, das Bild, aber eben nicht als Poster. Und ja, also besser kann man Niflheim bzw. Niflheim, wie sie selber sagen, nicht treffen, oder? Geht nicht, ne? Das beste Live-Foto, was man sich vorstellen kann bei der Band. Ja, und auf der anderen Seite haben wir den ETJ-Pullover. Ja, Götz hatte zur Auswahl gestellt, ob Subconscious Terror oder Grand Leveler sein sollte. Und da ich die Entscheidung treffen wollte, war sie klar. Ja, Wolf war auch beteiligt daran. Also Wolf hatte den Urvorschlag gemacht, dass wir Benediction-Poster machen. Und jo, da haben wir uns für das entschieden, weil das Cover konnte man auch besser umarbeiten. Ist nicht gezerrt. Gibt es ja immer Leute, die sich beschweren, dass wir das Format manchmal ein bisschen zerren müssen. Aber wir haben es anders gelöst diesmal und das ging mit dem Cover ganz gut. Und ja, ist also Poster wieder drin. Gut, dann wollen wir mal das Heft durchblättern. Also, hier wird Björn Thorsten vorgestellt. Das haben wir jetzt ja schon alles vorweggenommen. Nachruf von Pete Way auf Pete Way von Frank Albrecht, dem größten Pete Way-Fan, den wir hier haben. Ruins of Beverast von Stefan Franke. Patrick Engel hat auch mal wieder was geschrieben, und zwar zum Tod von Mountain Birch, dem Superproduzenten, den ich hoffentlich nicht weiter vorstellen muss hier, hat Engel also einen Nachruf geschrieben. Dann die Kolumne von Gunnar Schröder von Dritte Wahl, die super bei euch allen ankommt und auch hier intern auch wieder mit dabei. Von Dritte Wahl gibt es übrigens ein neues Album, was gerade auf Platz 6 der Charts steht in dieser Woche und 3D heißt, und haben wir auch ein Interview im Heft. Aber ja, Björn, fall mir ins Wort, wenn du was sagen möchtest. Hier zum Beispiel die Titelgeschichte, Amor Saint, unserer Meinung nach muss das einfach irgendwann mal sein. Also wir haben bei Rockhard einmal einen Amor 10 Titel gemacht, der liegt schon ganz lange Zeit zurück. Der Thorsten war übrigens auch bei Rockhard damals dabei, für alle, die sich vielleicht nicht erinnern können. Also wir kennen uns schon lange, wir kennen uns aus Rockhard-Zeiten, und dann hast du auch als, glaube, stellvertretender Chefredakteur warst du beim Legacy, ne? Korrekt. Gut, bis jetzt, ne? Und wir kennen uns aber eigentlich aus Rockhard, ne? Und beim Rockhard gab es früher mal eine Amor 10 Titelgeschichte, die, wie gesagt, schon lange Zeit zurückliegt. Und wir mussten einfach auch eine mal machen, weil diese Band ist eine der unterbewertetsten überhaupt aller Zeiten. Und da sind wir uns alle einig hier. Auch, dass das neue Album ein super Album ist. Ja, sag mal was. Ja, nicht umsonst ist es im Soundcheck ja auch relativ weit oben gelandet, wenn auch leider nicht auf Platz 1. Nee, auf Platz 1, da kommen wir gleich zu etwas anderes. So, erstmal die lange Amor 10 Geschichte mit ausführlicher Diskografie natürlich. Benediction haben wir, eine Doppelseite von Wolf Friedemann Mühlmann. Du kannst ruhig mitblättern und kannst ruhig auch irgendwie einfach, okay, fang einfach an zu sagen, was dir einfällt zu den Themen. Ja, theoretisch kann man bei Benediction eigentlich nur sagen, nicht, dass die Alben der 2000er bislang schlecht waren, aber es war nicht das richtige Benediction-Gefühl. Und das, was eigentlich bei Ripper Owens seit Jahren auch überall angemerkt werden kann, es lag nicht am Sänger. Und jetzt stimmt einfach alles wieder mit Dave Ingram. Songwriting, Produktion. Wenn das Cover nicht so ganz nach Blind Guardian aussehen würde, aber geschenkt. Das stimmt, das stimmt. Ne? Forgotten Tales so ein bisschen. Ja, das ist richtig. Ja. Das stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Aber die Platte ist wirklich sehr stark. Ja. Sehr, sehr stark. Also eines der besten Oldschool Death Metal Scheiben, vielleicht zusammen mit der neuen Lick, die auch sehr stark ist, aber ist wirklich ein gutes Ding. Also wenn man über Oldschool Death Metal spricht. Wobei das natürlich jetzt nicht die Schweden-Einfärbung hat. Eternal Champion. Mach du. Wir kommen ja gleich dazu, wo die Band noch eingebettet ist. Okay, in was für eine Art von Special. Und okay, das machst du dann, das Special. Nein. Michael, doch. Ich bin da beteiligt daran, da kannst du darüber reden. Also Michael Kosik hat das Interview mit Eternal Champion gemacht. Eternal Champion, eine der besten neuen Epic Metal Bands. Vielleicht sogar die beste, die es momentan gibt. Obwohl, nee, das kann man nicht sagen. Es gibt so viele starke aktuelle Epic Metal Bands. Die beste war übertrieben, aber eine der besten. Und das neue Album ist aber auch sehr stark. Ist bei uns auch sehr hoch im Soundcheck. Das gleiche gilt für die neue Fates Warning. Haben wir drei Seiten auch wieder von Kosik. Die Band sagt, es ist vielleicht das letzte Album. Was sehr schade wäre, weil die Platte sehr, sehr stark ist. Andererseits hört man ja am besten mit dem Höhepunkt auf. Und das wäre ein echter Höhepunkt. Und die Rätsel dazu ist wahrscheinlich die letzte der Heftgeschichte bislang. Das kann wohl sein, ja. Hat Kosik alles, was du normalerweise machst, du kondensierst alles in einem Satz.
Und er hat halt etwas Luft gelassen. Necrophobic, auch ein sehr starkes neues Album. To Tame a Band ist eine geniale Headline von Felix, finde ich. Hat er gut gemacht, zumal die Band auch viel über Maiden spricht und so und auch einiges mit Maiden gemeinsam hat, wenn es auch natürlich eine andere Form von Metal ist, nämlich schwarzer Death Metal, aber sehr starkes Album. Genau, das trifft eigentlich genau mein Fachgebiet in Anführungszeichen. Also eine der Bands, die ich abgöttisch lieb, seit dem Debütalbum, und sie werden immer stärker, ohne sich zu verraten. Man erkennt sie sofort und sie entwickeln sich trotzdem. Können wenige von sich sagen, denke ich. Ja, besser kann man es auch nicht ausdrücken, das stimmt. Enslaved, ein herausragend starkes Interview von Tobi Sharper. Was auch daran, also es liegt erstens daran, dass die Fragen gut sind, es liegt aber zweitens auch daran, dass der Gesprächspartner Iva richtig was zu sagen hat, total sympathischer Typ ist, und natürlich wäre das Ganze belanglos, wenn das Album nicht stark wäre. Ist es aber, so wie aber eigentlich jedes Enslaved-Album. Ne? Ich meine, auf Enslaved muss man stehen. Vielen Leuten ist der Zugang zu der Band ein bisschen erschwert, weil die natürlich sehr progressiv sind. Dann haben sie aber auch immer wieder so Schlenker in ihrer Vergangenheit drin. Ne? Also der frühe Black Viking Metal, den sie am Anfang gespielt haben, der ist trotzdem immer auch noch irgendwo da. Ne? Genau, darauf gehen sie auch ein, dass es zumindest pro Album einen Bathory-artigen Song gibt, wo sie auch gar keinen Hehl draus machen, dass die Inspirationen genau daher kommen. Ja. Ja, starkes Album, starkes Interview. Gut gemacht, Tobi. Dann Blue Oyster Cult. Das Interview ist von Wolf-Rüdiger Mühlmann. Und Blue Oyster Cult haben ein neues Album, ich glaube seit 18 Jahren. Vor 18 Jahren erschien das letzte Album. Und diese Platte ist auch überraschend stark. Also ich hätte gar nichts erwartet, zumal die Platte vor 18 Jahren nicht stark war. Also die Heaven Forbid war das letzte wirklich starke Blue Oyster Cult Album. Und danach kam eine ziemliche Enttäuschung und dann war die Band tot. Und jetzt kommt ein sehr, sehr starkes neues Album. Für mich die beste, überhaupt die beste der Dinosaurier-Bands, der 70er Dinosaurier-Bands, die noch aktiv sind. Besser als die neue Deep Purple. Ich tue mich schwer damit, muss ich sagen, aber ich habe auch keinen großen Bezug zu der Band bislang. Das ist einfach eine von denen, wo ich langsam erst anfange reinzutauchen in die Materie. Und ja, die Platte ist schon sehr vielseitig und es sind Songs drauf, die man wunderbar hören kann, auch nebenbei. Aber es gibt auch Sachen, die mit denen ich überhaupt nicht klar kam, stilistisch einfach. Ja, ist auch eine schwierige Band. Man muss bei Blue Oyster Cult reinwachsen. Da habe ich auch lange Jahre für gebraucht früher. Ich habe also bei der Fire of Unknown Origin ist dann bei mir der Knoten geplatzt. Aber vorher war das so, man kannte ein paar Songs, aber irgendwie war die Band zu sperrig und zu komisch. Und dann auch diese düstere Atmosphäre, auf die steht man auch nicht unbedingt, wenn man 16 ist und Sexen hört. So, das ist halt irgendwie, war schwierig. Aber irgendwann fällt dann halt der Groschen und dann wirst du aber abhängig von solchen Bands. Also es ist dann wie bei Rush oder bei Thin Lizzy, wenn du irgendwann mal die Band geknackt hast. Ja. Oder Yes hat ganz lange bei mir gedauert. Den Gesang mochte ich überhaupt nicht. Das hat Ewigkeiten gedauert. Irgendwann fällt aber mal der Groschen, vielleicht. Ne? Bei manchen Bands fällt der auch nie. Ne? Ist ja auch klar. Aber dann kann es sein, dass du dann auch nicht mehr loskommst davon. Ne? Das ist gut möglich. Man, Thin Lizzy, ist der Groschen schon gefallen. Bei Rush auch längst. Und naja gut. Yes, aber Thin Lizzy ist halt auch so eine Band, die nicht... Die haben halt keine Popping-Melodien, keine Mainstream-Melodien, da fällt es halt Jungfans vielleicht irgendwie, wobei, ja, die Jungfans von heute haben anderes Hörverhalten. Wir brauchten vielleicht mainstreamigere Melodien damals, um irgendwie reinzukommen. Ne? Ein Accept-Album ist halt viel, viel zugänglicher als Chinatown von Thin Lizzy. Ne? Für mich die Entdeckung des letzten halben Jahres, diese Band. Also die Band gibt es ja schon länger, ist ja nicht das neue Album, ist ja nicht das erste Album, aber es ist das stärkste meiner Meinung nach. Und wenn man über traditionellen Metal spricht aus Amerika, dann fällt mir nichts Stärkeres ein als Lady Beast im Moment. Also die Sängerin ist super, hat eine etwas eigene Stimme, muss man auch mögen, vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Sanhedrin, so am ehesten, so in die Richtung vom Klang der Stimme her, aber ja, ist halt richtig traditioneller, echter Metal mit einer richtig geilen Produktion, so wie das klingen muss. Also eine kraftvolle Produktion, aber trotzdem eine alte Produktion und super, tolle Gitarrenriffs, also ist eine Hammerband. Besorgt euch irgendwo die Scheibe, Lady Beast. Ist nicht ganz einfach zu kriegen, aber bei
Mail-Ordern wie Underground Power zum Beispiel bekommt man die. Die Gesprächssituation muss ja eine lustige gewesen sein, du hast sie auf Arbeit erwischt, ne? Ja, ja, also super sympathisch, aber gut, das liest man im Interview dann. Genau. Ja, so, jetzt bist du dran, jetzt erzähl du mal. Ja, wo ist mein Schwert? Man könnte alleine hieran schon erkennen, worum es geht. Epic Metal und Manowar natürlich als eine der wichtigsten Band in dem Bereich, wenn man sie auf die 80er versteift. Ich glaube, mittlerweile kann man sagen, dass die Band dafür irrelevant geworden ist, ohne jetzt irgendwem auf die Füße zu treten. Aber es sind natürlich nicht nur Manowar, es sind... Wo die mehrere Manowar-Poster hängen, ne? Da ist eins, ja, klar. Da ist aber eins. Aber schau es dir an, das ist von Mitte der 80er. Ist die richtige Periode, ja. Genau, da passt es nämlich noch. Da waren sie halt weltbewegend, stilprägend, absolut. Hatten aber andererseits natürlich auch Wurzeln und da sind wir wieder bei Queen. Zweite Queen-Album, eines der ganz wichtigsten Epic-Metal-Alben oder sagen wir vorbereitenden Alben da drauf. Proto-Epic-Metal. Genau, David DeFay von Virgin Steel wird nichts anderes sagen. Mhm. Und das hört man auch raus. Ja. Man kann auch ein bisschen vor Queen 2 ansetzen. Also Queen 2 ist bestimmt einer der, also der Stützpfeiler von dem Genre. Genauso wie Rainbow Rising, genauso wie Demons and Wizards von Uriah Heep. Also da gibt es einige Alben, die man dann unbedingt nennen muss. Aber es gab ja auch schon Child in Time von Deep Purple und man kann sogar noch ein bisschen weiter vorweg gehen, aber ich will jetzt nicht die Geschichte nacherzählen. Die Geschichte ist von Manuel Trummer. Manuel Trummer ist natürlich als Atlantian Codex Komponist und Kopf und Gitarrist natürlich genau der Richtige für diese Story. Atlantian Codex dürfte auch die beste der aktuellen Epic Metal Bands sein, deswegen habe ich eben gesagt, Eternal Champion war ein bisschen vorgegriffen von mir. Atlantic Codex sind da die Speerspitze heutzutage natürlich. Und was Manuel da gemacht hat, also Manuel hat angefangen mit den Klassikern, hat sich dann vorgearbeitet natürlich und hat es perfekt gemacht. Also besser, denke ich mal, kann man das Thema nicht angehen, aus meiner Sicht. Du musst gegensprechen, wenn du meinst, dass es falsch ist, was ich sage. Nein, euer Ehren. Ja gut, es gibt natürlich... Das war das Erste, was ich beigebracht habe. Man sieht die Streben nicht, weil ich ja diesen langärmigen Pulli anhabe. Bathory natürlich auch eine wichtige Band. Ich meine, Bathory haben viel von Manowar übernommen in ihrer Viking-Metal-Phase, aber trotz allem, sie haben Klassiker gemacht und Sereth Ungol natürlich auch. Dann, was sagst du zu unserer Top 100? Wir haben ja eine Top 100 Epic-Metal aufgestellt. Genau, die natürlich jetzt quasi von 100 erstmal auf 51 geht nur. Das heißt, die allerwichtigsten Platten, die werden dann erst noch kommen. Aber auch was 20 Seiten in diesem Heft und im nächsten Heft geht's weiter. Was sich hier alleine schon in dieser zweiten Hälfte tummelt, ist schon der Wahnsinn. Und man merkt auch wieder, welche Lücken man selber hat und die dringend geschlossen werden müssen. Jeder hat Lücken. Also auch da, also auch ich habe einzelne Platten aus der Top 100 gar nicht gekannt, weil da sind ganz obskure Sachen dabei, die zum Beispiel nur Manuel auf einer Single besitzt oder so, aber ist eben so wichtig. Dann haben wir uns die Sachen gegenseitig vorgespielt und jeder von uns hatte solche Sachen. Also jeder von uns hatte so Sachen, wo er sagte, das muss ja wohl rein. Und dann haben die anderen gesagt, Omen, ist Omen jetzt US-Metal, ist Omen Epic-Metal? Dann geht es aber nicht nur um die Musik und um die Musik an sich. Es geht auch nicht darum, ob die Songs lang sind oder ob die Songs total pathetisch sind oder so. Es gibt noch ein paar andere Kriterien, die da mit reinspielen. Und das war dann hinterher halt die Entscheidung, also um es vorwegzunehmen, Omen ist eine Epic Metal Band. Ja, es gab aber auch Leute, die es anders gesehen haben. Es gibt aber auch Bands, die wir nicht als Epic Metal quasi gelten lassen haben, wo sicherlich der ein oder andere Leser sagt, das kann ja wohl nicht sein. Also, oder auch Leute bei uns im Team natürlich. Wenn wir solche Specials machen, dann ist das immer so, wir gucken, wer sind die Spezialisten in dem Stilgebiet. Also wir würden jetzt beispielsweise, jetzt würde ich ja jemanden abwerten, wenn ich jetzt sagen würde, XY nicht mitmachen lassen, weil er nur auf Death Metal steht oder der andere steht nur auf Power Metal. Das ist ja, machen wir im Soundcheck ja auch so. Im Soundcheck sind ja auch die Leute, die eher so ein bisschen übergreifenderen Geschmack haben und nicht so ganz selektiv nur ein Genre hören. Und bei den Steel Specials machen wir es halt so, da nehmen wir genau die Leute, die in dem Genre eben zu Hause sind. Und so wie Manuel eben, der quasi ja Epic Metal also selber verkörpert mit allem, was er tut und macht und sagt und schreibt.
Und dann sitzen wir uns zusammen und streiten uns lange um so eine Top 100. Und dann stellt jeder diese Top 100 in seine eigene Reihenfolge. Und dann wird auch, dann zählt eine andere Person, zählt das alles aus. Und dann landet eben die Nummer 1 von mir eben nur auf Platz 23, weil die anderen drei sie vielleicht gar nicht, oder drei von den anderen sie gar nicht drin haben oder so. Und so entsteht das dann. So entstehen auch manchmal komische Verzerrbilder. Da hat man dann eben, also bei der Nummer 1, 2 und 3 bin ich mir ziemlich sicher, dass jeder zustimmen wird. Die kann man, das kann man eigentlich nicht anders sehen, wobei wir jetzt nicht sagen dürfen, was das ist. Aber dass das totale Klassiker sind, da kann keiner widersprechen. Aber Explorer nur auf 82 ist doch zum Beispiel ein Hohn. Ja, aber Explorer war ein Streitgebiet. Das war so wie bei Omen. Explorer war so, das steht ja zwischen US-Metal und Epic-Metal. Explorer sind reingekommen. Es gibt aber auch US-Metal-Bands, die auch nicht weit davon weg sind, vom Stil, die nicht drin sind. Das kommt aber alles noch in einer extra Geschichte zur Sprache. Aber das ist ja das, was Spaß macht. Also darum geht's ja. Wenn jetzt einfach nur eine Person sich hinsetzen würde und sagen würde, ich schreibe jetzt mal ein Special und ich schreibe das jetzt so, wie ich das denke, ich mache meine Top 100, ja, das ist auch interessant, aber man kann sich eben nicht so streiten und so hat man halt einen allgemeinen Überblick. Aber es sind Sachen dabei, die manche Dinger wären bei mir nicht in die Top 100 gekommen, manche wären höher gekommen. Ich finde es zum Beispiel super, dass so eine Band wie Dauta drin ist. Ja, also ich meine, Dauta ist Epic Doom. Epic Doom ist natürlich ein großer Bestandteil von Epic Metal, ist klar. Aber solche Bands, die darf man nicht vergessen. Ne? Ja, und andere Bands wie Dominate zum Beispiel, die wurden mir damals als zweite Virgin Steel aus Italien quasi angepriesen. Ich war zu Tode enttäuscht von dem Album, was jetzt auch hier drin ist, und das musste einfach jahrelang wachsen. Und Epic Metal ist als Stil halt einfach so kauzig. Man muss nicht unbedingt von Anfang an, wenn man gerade mit Metal anfängt, direkt darauf steil gehen, sondern das ist eine Sache, die man sich wirklich erarbeiten muss, genauso wie eben die Tim Rush oder sonstige. Genau. Mein Kosik würde jetzt sagen, oder hat das auch gesagt, es gibt eine Geschichte von Kosik auch zum Epic Metal, der sagt, das ist das Herzstück des Heavy Metal. Das sagt natürlich, Stappert würde sagen, nein, das ist der Doom. Und wir hatten ja auch schon mal ein Doom-Special und beide treffen sich ja auch irgendwo. Ja. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass die Leute, die Epic Metal machen oder hören, dass die super leidenschaftlich sind. Ne? Das stimmt immer. Also das ist, das trifft für Doomer genauso zu wie für Epic Metaller. Das trifft für Death Metaller natürlich auch zu. Nur für diesen ganzen anderen neumodischen Quatsch nicht. Das ist Tom Phillips, einer der Köpfe des US-Epic Metal. Ja. Aber gut, wir müssen auch nicht alles vorwegnehmen. Es sind ja 20 Seiten, dicht beschrieben, und es geht im nächsten Heft weiter. Aber das kann man auf 20 Seiten nicht abhandeln, das Thema. Jo, was sagst du denn zu der neuen Hitman? Ich bin ja einer der wenigen, die das Vivas Machina Album gar nicht schlecht finden, und von daher konnten sie wenig falsch machen, wenn sie sich entweder am Debüt oder am zweiten Album orientiert hätten, aber sie haben sich aber am Debüt orientiert. Genau. Und von daher auch völlig in Ordnung, und ich habe dem Album auch entgegengefiebert nach dem Live-Auftritt. Ich hätte so ein, also Live-Auftritt war verdammt gut beim Keep It True. Genau. Das war alle natürlich schmerzlich vermissen, ne? Das Keep It True. Nicht nur das, aber auch. Aber ich hätte trotzdem nach diesem guten Auftritt nicht so ein Killer-Album erwartet. Das klingt ja wirklich so, als wenn die Band direkt weitergemacht hätte damals. Das klingt ja so wie die zweite Scheibe, die damals hätte kommen können und ohne irgendeinen Qualitätsverlust. Gerade auch stimmlich. Also das ist ja der Wahnsinn. Ja, gerade auch stimmlich. Wie kann ein Sänger über so lange Zeit, der zwischendurch gar nichts macht, seine Stimme so konservieren? Das ist, also gut, bei Seraph Unworld hat das auch geklappt, aber das ist ja wirklich selten. Ne? Absolut, ja. Ist das Disharmonic Orchestra mit Originalautogramm da, das Plakat? Das ist ja vom letzten Album, genau. Da ist Autogramm drauf, ne? Da ist cool. Autogramm drauf, genau. Hat er denn selbst bestellt, das Vinyl? Nicht schlecht. Da hat er noch gerahmte alte Death Metal Auftritte aus. Genau, von Death Evocation. Das ist eine befreundete Band mit Wurzeln in Hagen. Der Sänger, Gitarrist mit den deutschen Wurzeln heißt Götz und ja, lebt in den USA, und ich hoffe, dass die Band irgendwann wiederkommt. Das einzige Album, was von denen existiert, ist der absolute Wahnsinn, und am besten holt man sich in der Neuauflage. Tyson, da musst du drauf, auf der Sons of
Also, sorry, ja. Da musst du drauf gehen, auf das Sons of Northern Darkness Poster damals. Das ist Kult. Das Poster ist Kult. Noch schön handschriftlich unten der Auftrittsort eingetragen. Genau, mit leichter Veränderung im Billing ohne Okkult. Das ist schon ein paar Euro wert, das Ding, ne? Das mag sein, aber es wird ja nicht weggegeben. Sachen, nee. Das bleibt jetzt hier. Wahrscheinlich wieder ein Wackler in der Kamera, weil. So, ich rede viel zu viel. Nee, man kann es kurz machen. Sie sind jung, sie sind christlich und sie sind auf Platz 1 im Soundtrack. Mit dem Album. Genau. Ja, super das Ding. Story von Wolf, Review, glaube ich, von Manuel. So, Them, Lieblingsband von Michael Kosig. Mach du. Ja, also ich finde die Band, sehr gut, bin aber nicht so ein Wahnsinnsfan davon wie Michael und Lothar zum Beispiel. Aber es ist ein starkes Album, also Story verdient. Auf jeden Fall. Astral Sleep von Frank Albrecht. Wir raffen jetzt ein bisschen, weil wir merken, dass wir schon weit fortgeschritten sind in der Zeit. Astral Sleep hat Frank darauf bestanden, dass da noch eine Story kommt. Die Platte war schon im letzten Heft, hat Frank auch gut gemacht. Solstar 4, ja, natürlich ein Paul-Köhler-Thema. Der auch die Plus-Rätsel geschrieben hat, also das Album polarisiert, wie eigentlich die letzten von denen immer, oder eigentlich seit Anbeginn, die Band polarisiert immer, allein schon durch den Gesang. Alle Bands, zu denen Paul Interviews macht, polarisieren. Das liegt an Paul, nicht an den Bands. Ich erkenne da einen Zusammenhang. Ja. Aber trotzdem sind Paul-Interviews natürlich immer interessant zu lesen und er hat auch nicht nur Solstar 4 gemacht in diesem Heft, da kommt gleich noch mehr. Oh, schon wieder Frank Albrecht. Ja. Yeah. Mensch, seit er nicht mehr auf deinem Stuhl sitzt, schreibt er die Hefte voll. Ja, dafür ist ja von mir ein Interview weggebrochen. Ja. Mortars Kalt hätten wir gerne drin gehabt, aber die Band hat nicht geantwortet. Ja, genau, das passiert auch manchmal, ja, wenn die zu faul sind. Frank hat ein Irmageddon mit Entombed gemacht. Ist ja eine seiner drei erklärten Lieblingsbands, also musste das ja irgendwann mal kommen. Genau, mit durchaus Sympathie nicht nur für die Frühphase, sondern auch für die Death-Rollige Phase und naja, für das, was jetzt noch von Entombed übrig bleibt unter wechselnden Namen. Genau, Entombed AD findet er aber auch gut. Genau, deswegen sind die auch hier noch am Ende erwähnt. Er ist ein richtiger Fan der Band und dann gehst du mit so einer Band ja auch durch die Entwicklungsstufen durch, dann ist man ja auch eher bereit, sich mal anzuhören, wenn man ein Stilexperiment macht. Der Rush haben ja fast nur Stilexperimente gemacht. Genau, trotzdem. Aber das Same Difference nicht unter Finger weg ist, sondern unter zwiespältig, das spricht eindeutig für die sehr große Liebe zu den Ja, Lachen. Es gibt auch natürlich immer, bei solchen Sachen gibt es natürlich immer zwei, drei Platten, über die man diskutieren kann und soll, aber auch das ist ja der Spaß der Sache. Wenn jeder jedes Album gleich sehen würde, bräuchten wir solche Storys nicht. Dritte Wahl, haben wir eben schon drüber gesprochen. Also, ist meine Lieblings-Deutschrock-Band. Punkrock kann man eigentlich nicht mehr sagen, weil es ist zu reif für Punkrock. Also es ist eher Deutschrock. Wobei Deutschrock schon für manche wieder ein Schimpfwort ist. Ich meine das nicht negativ jetzt. Ich meine damit einfach gute deutschsprachige Rockmusik mit mit außergewöhnlich starken Texten. Ja, und dann sind wir schon wieder beim nächsten Paul-Interview, nämlich Molasses. Ja, Molasses ist die neue Band von Farida Lemouchi, die früher bei Devil's Blood gesungen hat, wie ja hoffentlich jeder weiß. Molasses ist aber nicht wie Devil's Blood. Es ist schon ein sehr, in Teilen sehr anders. Es gibt auch Parallelen, aber das hat Paul gut rausgearbeitet, was da gleich ist und was nicht gleich ist. Und ja, Paul beziert ja immer gerne die Damen, ne? Egal ob sie singen oder Gitarre spielen. Und ist wieder ein typisches Paul-Interview. War auch positiv gemeint jetzt. Oh Gott, Isan. Ja, ich muss sagen, ich bin bei dem Mann mittlerweile raus, sei das Saxophon ausgepackt hat oder auspacken ließ auf den letzten Platten. Mittlerweile auf den EPs, die er rausbringt, ging es ja bei der ersten wieder ein bisschen zurück zu den Wurzeln. Jetzt auf dieser hier wird schon wieder eine sehr experimentelle poppige Schiene eingeschlagen, unter anderem im Cover von Aha war es, glaube ich. Aber keine Saxophonschiene. Kein Saxophon, nee, zum Glück. Mit dem Saxophon habe ich auch Probleme gehabt. Ich mag Saxophon überhaupt nicht. Aber diese neue EP von Isan, komischerweise gefällt mir die. Ich kann es mir selber nicht erklären, aber das hat nichts zu tun mit dem, mit diesem Saxophon-Überprock-Gedöns, was er auch schon mal gemacht hat,
wo ich auch keinen Zugang zu finde. Ich dachte, dass du sowas gut findest. Nein. Dachte ich, ne? Nee. Na ja, gut. Temple of Dread von Andy Donninger. So, dann lassen wir die Under a Funeral Moon Sektion mal außen vor. Das entdecken ja die Leute, die das gerne lesen, sowieso von alleine. Ne, hier haben wir eine starke neue Band, Rumors. Kennst du die? Hast du die Platte gehört? Ich habe sie vorher überhaupt nicht gekannt. Die Assoziation war natürlich die, die sie vom Namen halt auch erwecken wollten. Fleetwood Mac. Allerdings, die Musiker, die dahinter stehen, wird man damit eigentlich überhaupt nicht assoziieren, was die Sache nur noch spannender macht. Das ist halt so leidenschaftlich glaubwürdig einfach rüberkommt, was hier mit dieser Band passiert. Und ich glaube, es ist auch völlig uninteressant zu sagen, wer dahinter steckt. Die soll man einfach für das, was sie selbst sind, entdecken, diese Band. Aber es ist ja komischerweise oft so, dass Leute, die außer, dass man darf ja sagen, Death- und Black-Metal-Szene kommen, das dürfen wir ja jetzt sagen hier, ohne zu verraten, wer es im Einzelnen ist, dass genau diese Leute eigentlich den weitesten musikalischen Horizont oft haben und dann so Bands wie Fleetwood Mac gut finden. Mhm. Und dann auch mal versuchen, das zu vermischen. Und es klingt ja nicht wie Fleetwood Mac. Es klingt ja trotzdem wie Metal. Also es ist ja ein ganz hoher Metal-Anteil da drin. Aber eben auch sehr melodisch. Und da ist auch ein bisschen Beast Milk drin und so vom Sound her. Da ist ein bisschen Devil's Blood drin. Aber lustigerweise gehen solche Sound-Experimente, wo es viele starke Bands gibt, kommen aus der Szene. Woran liegt das denn? Ich erinnere mich, dass, ich glaube, es war Rüdiger von Morgoth damals zumindest gesagt hat, Death Metal ist melodieorientiert, während Thrash Metal rhythmusbasiert ist. Wo man sich sicherlich drüber streiten kann, wenn man an Bay Area Bands denkt, die sehr von Michael Schenker und Co. Beeinflusst waren. Aber trotzdem, ich denke, das hat vielleicht gerade für Deutschland oder für Europa was für sich. Einfach die Betrachtung, dass Death Metal halt einfach auch damals schon mehr als nur Lärm war und Melodie, wenn auch vielleicht sehr morbide und abseitige, halt ein ganz wichtiger Aspekt davon sind. Und dass deswegen die Leute halt irgendwann sich dafür interessieren, nicht nur wo kommt der Death Metal her, wo kommt der Speed Metal her, wo kommt der Heavy Metal her. Irgendwann ist man dann beim Hard Rock der 70er und auch der hat ja Wurzeln und dann entdeckt man es einfach. Also ich glaube, es liegt aber, ja, das ist bestimmt ein Teil, aber was auch dazu kommt, ist, dass die Leute, die ich kenne, die so ganz tief im Death und Black Metal vergraben sind, die haben manchmal Plattensammlungen, die sind so gigantisch groß und die kennen die Sachen auch alle. Hallo Thomas, ne? So Leute, die wirklich alles kennen, alles hören und dann ziehst du irgendeine Platte raus, irgendeine 80er-Perle, obscura Metal, also gut, Acid ist jetzt schon nicht mehr obskur, kennt natürlich jeder, aber war eine Zeit lang mal obskur, aber es gibt ja viele Sachen, die da drei Stufen drunter liegen und dann können die dir wirklich alles darüber erzählen, die lieben diese Songs auch. Also ich glaube, dass diese Leute auch sehr viel Zeit mit Musik verbringen. Gibt es tausend Beispiele für, ich erinnere mich nur an die Plattensammlung von Sebastian Ramstedt von Niflheim und Necrophobic. Die ist gigantisch. Das und, ist auch so ein Typ, ja. Der ist und längst typ. Nicht nur Lärm in Anführungszeichen drin. Ganz im Gegenteil. Nee, die hören, solche Leute hören manchmal auch ABBA. Also bei. Die Schweden sowieso. Ja, ja. Bei denen bin ich mir sicher, dass er ein ABBA-Fan ist. Ne? Also die haben dann, das geht dann wirklich bis zu allem, was noch so gerade am Rockbereich noch kratzt. Ne? Und die haben Ahnung. Und das sind einfach leidenschaftliche Leute. Ich denke, daran liegt das auch. Sagt der Mann, der mit Gene Simmons schon mal ABBA-Werbung gemacht hat. Das weißt du? Ja, sicher. Das weißt du? Ja. Das ist jetzt echt eine Überraschung hier. Ich bin der Mensch, der Metal-Magazine nicht wegschmeißt, sondern teilweise sogar auf dem Gästeklo stapelt, damit sie noch irgendwo Platz finden. Und da habe ich ja längst vergessen. Ja, das war irgendwie eine ABBA-Best-of, müsste so 1990 in dem Dreh gewesen sein. ABBA ja, Gold hieß die, glaube ich, ja. Ne? In den frühen Rockart-Zeiten war das. Genau. Ja, nicht ganz so früh die Rockart-Zeiten, aber... Oh Mann, Respekt, nicht schlecht. Das hat mich überrascht. Old Mother, Old Mother Hill. Nee, super. Ich habe ja eben gesagt, er weiß alles. Er weiß wirklich alles. Also wenn ich jetzt ein Quiz mache, ich gehe gleich wirklich. Dann kann er jede Frage beantworten. Und wenn er ein Quiz mit mir macht, kann ich nicht jede Frage beantworten. Also das ist ganz klar. Old Mother Hill haben mich auch sehr überrascht mit dem neuen Album. Ist ja eine Band, die auch in der Szene sehr stark verwurzelt ist, total nette Leute und so weiter. Auch so wieder so diese leidenschaftlichen Überfreaks, über die wir gerade geredet haben. Da sind auch Old Mother Hell solche Leute. Und dann freut mich es immer, wenn die dann auch noch tolle Platten zustande kriegen. Weil nicht jeder Fan ist jetzt dafür geboren, auch ein Musiker zu sein. Aber die neue Old Mother Hell ist auch sehr, sehr stark. Und übrigens hätte auch ins Epic Metal Special gepasst. Ne? Ja. Hätte man da reinnehmen können. Und wenn ich das Depressive Age T-Shirt vom Gitarristen sehe, dann könnte ich auch schon wieder heulen vor Freude.
Ja, das beweist natürlich großen Geschmack. Ja. Spirit Adrift von Stappi, von Andrea Stappert, das Interview. Das sagt natürlich sofort aus, was für eine Art von Musik die spielen. Obwohl diese Platte gar nicht mehr so purer Doom ist. Ne? Ist schon etwas, wie soll ich sagen, etwas vielschichtiger. Ne? Gut, und jetzt kann man im Prinzip alles auf einmal entdecken, weil es ja auch die Erstveröffentlichung wieder jetzt als Re-Releases gibt. Stimmt. War doch das. Stimmt, genau. Die kommen gerade wieder raus, ja. Also es ist immer noch irgendwie Musik aus dem Stappert-Universum und ja, gut. So, Leserbriefe. Der erste Leserbrief gefällt mir sehr, aber gehen wir jetzt nicht weiter auf ein Chor. Haben wir eine Band, die meisten nicht kennen werden. Ich kenne auch nur Teile von deren Diskografie. Hat Andy Schulz ein Interview gemacht, wollte unbedingt mal eine Story über die Band machen und finde ich auch sehr interessant. Ist ein Randthema, ist klar. Muss man als Metaller nicht unbedingt hören oder kennen, aber sowas erweitert ja auch mal den Horizont. Ne? Allein die Albumtitel zeigen schon, dass sie sich im Kopf um alles Mögliche machen. Also kommt schon sehr sympathisch rüber. Finde ich auch. So, dann haben wir Arroganz von Felix, Coltre von Neudi. Coltre ist so eine quasi New Wave of British Heavy Metal Band von heute. Ganz junge Band. Du hast schon gesagt, dass Witch Hazel Album der Ausgabe sind, Soundcheck gewonnen haben. Four Fates, Warning und Armored Saint, darf man sagen, und Eternal Champion, also aber so viele und Necrophobic und Spirit Adrift und Blue Oyster Cult und Benediction. Also und wir haben so viele starke Sachen gehabt in diesem Heft. Ne? Also wenn wir jetzt für die kommende Ausgabe, an der wir jetzt gerade arbeiten, wo wir gerade mit anfangen, da ist ja nicht nur der zweite Teil vom Epic Special drin, sondern da kommt ja auch noch unser Redaktionspoll rein. Den machen wir immer, bevor der Leserpoll dann kommt. Und auch wenn das ein ganz komisches Jahr war, aber es gab echt verdammt viele gute, starke Releases auch. Ne? Also so einen starken Soundcheck wie hier hatten wir ja lange nicht, oder? Ich denke auch. Also, und bunt gemischt stilistisch einfach. Also nicht, dass man das Gefühl hat, die Pandemie wird nur irgendwie eine Genreart befeuern, ganz im Gegenteil. Nee, aus allen, ich sag immer, der forever relevanten Genres, weil es gibt ja ein paar Genres, die sind nicht relevant für uns. Also wir haben, also wir sind selten im Djent unterwegs oder wie das heißt, oder im Deathcore oder also ja. Es gibt schon ein paar Genres, da haben wir niemanden, der auf sowas steht. Ja? Also Gothic Rock ist auch ein sehr stark, ist auch ein Randbereich bei uns, wenn überhaupt. Ne? Also gibt es auch viele Sachen, die bei uns nicht vorkommen. Der ganze Deutschrock-Bereich, der jetzt in Richtung also Rammstein, alles was danach kam, geht, interessiert uns auch eigentlich überhaupt nicht. Ne? Also deswegen, wenn man von den relevanten Genres redet, also alle Metal- und Hardrock-Ableger, die es gibt, da gibt es in allen Sparten super starke Sachen. So, jetzt musst du sag irgendwas. Irgendwas. Ja. Wo sind wir denn mittlerweile? Himmel. Cut, Schnitt. So, nach den normalen Rätsels kommen ja noch die Forgotten Jewels. Ja. Relativ aktuelle Platten teilweise dabei, ne? Also erstaunlicherweise. Ja, aus diesem Frank hat sich beschwert, dass die immer zu alt sind. Nachdem wir uns letztens beschwert haben, dass er eine alte ausgesucht hat, die kein Jewel war. Aber jetzt hat er zurückgeschlagen mit neuer Musik und ja, das, oder war Frank gar nicht derjenige mit dem neuesten Ding? Nee, war er nicht. Also Frank hat mit Rough Silk eine Band genommen, die Queen-Einflüsse galore haben. 96. Ja, Frank hat auch noch ein paar mehr Jewels geschrieben, die noch nicht abgedruckt sind. Ja. Da kommen auch noch ein paar neuere Sachen und genau, er hat ja recht, also Rough Silk ist ja Jewel-würdig. Genau, mit dem Sänger, den sie damals hatten. War unglaublich. Leider ist er dann abgetaucht. Es wurde gemunkelt, dass er in den Schlagerbereich gehen sollte. Und was dann aus ihm wurde, wissen wir nicht mehr. Ja, das sind auch wieder Informationen, die sind in meinem Hirn nicht mehr abgespeichert. Das stand irgendwo. Das sehe ich nicht mehr. Vielleicht war es auch hast gar nicht. Hast du ein fotografisches Gedächtnis? Ernsthaft jetzt mal. Nee, definitiv nicht. Es gibt ja so Leute. Ich habe früher mal beim Metal Hammer ganz am Anfang, da gab es ja einen gewissen Oliver Klemm, da kann sich viele noch dran erinnern. Mein sehr guter Kumpel von mir, auch heute noch, aber auch mein größter Feind damals. Weil wir haben uns musikalisch, waren wir immer so, ne? Und das wurde auch so ein bisschen im Heft aufgebaut. Und Olli hatte wirklich, Olli ist
einer der faulsten Menschen, die ich jemals in meinem Leben getroffen habe, aber er weiß alles. Und er weiß alles, weil er fotografisches Gedächtnis hat. Der guckt auf eine Platte drauf und dann stehen dann halt die Production Credits oder was auch immer und der scannt das ab und er weiß das. Oder weiß das auch heute noch. Also wenn ich ihn heute frage, kann er das immer noch rezitieren. Er bemüht sich aber nicht darum, das ist einfach in seinem Kopf drin. Ja. Also er guckt irgendwas an und die Information ist gespeichert. Und den Eindruck habe ich bei dir auch. Nee, ich lese einfach die Sachen immer wieder, weil ich, wie gesagt, nichts wegschmeiße an Heften, sondern tierisches Vergnügen dran habe, immer mal wieder im Stapel nach ganz unten zu greifen und irgendwas hervorzufördern und dann alte Rezis lesen, alte Live-Berichte und. Also du warst ja letztens, hast ja bei mir zu Hause durch meine Sammlung geguckt und hast da zum Beispiel eine Kathmandu-Platte rausgezogen. Ja. Kein Mensch kennt heutzutage mehr Kathmandu, geschweige denn die Geschichte dahinter. Ne? Er fängt dann sofort an, zu solchen Sachen eine Geschichte zu erzählen. Er weiß dann sofort die Querverbindung und so weiter, wo das herkommt. Und das ist ja jetzt auch nicht gerade schwedischer Death Metal. Nee, nicht wirklich. Nein, aber das war halt einfach wichtig, weil ich damals durch Volkmar Kramer in WDR 2 dürfte es gewesen sein, in seiner Sendung Ende der 80er unglaublich viel kennengelernt habe. Und nahezu alles, was er gespielt hat, war ja für mich neu einfach und weltbewegend und hat wieder eine neue Nische aufgemacht. Und Kathmandu waren halt einfach dabei, dass aus denen nichts wurde als Band. Ist ja dann wieder ein anderes Kapitel. Aber ich habe bei dem auch den ersten Death Metal Song meines Lebens gehört, Pestilence Defy the Master. Und das ist eine Band, die heute noch bei mir total lebendig ist. Das Poster hier hinten ist leider eher neueres, aber so ganz an Reiz verloren hat. Geil ist auch, wenn du das Queen Live Poster durchgeschnitten hast. Da ist nur so viel Platz neben dem Schrank. Da hat er das Poster in drei so Streifen geschnitten und übereinander geklebt. Ja, gut, aber man erkennt ja immer noch, was es ist. Ja, kann man erkennen, aber die Idee ist gut. Ja, du bist schon echt bekloppt, das weißt du auch, ne? Ja, aber du darfst man dir ja auch sagen, oder? Ja, das sollte man sein, ja. War das nicht Grundvoraussetzung? Doch. Ich freue mich jeden Tag über sowas. Ich finde das super, echt. Hm? Macht echt Spaß. Der Mediak der Ausgabe ist übrigens auch grundbekloppt und grundsympathisch. Ein ganz kleiner Kenner aus München. Genau, also eigentlich hätte man sich schon seit Jahrzehnten Fabian Zase kennen können von Konzerten, die man gemeinsam oder parallel besucht hat. Aber tatsächlich kennengelernt hat man sich auf Island beim Eisner Flugfestival vor ein paar Jahren. Und ja, er hat es verdient gehabt, hier vorgestellt werden. Als Mensch und auch mit einem sehr bizarren Musikgeschmack, der hochgradig, der forever kompatibel ist, aber auch ganz, ganz viele Randgebiete noch umfasst. Ja, dann haben wir noch die Dungeons. Wie immer werden die alleine zusammengestellt von Michael, Olli und von Martin. Die entscheiden darüber alleine, da fummelt auch kein anderer mit drin rum und dann kommen für uns natürlich dann auch Sachen dabei raus, die wir dann oft dann erst kennenlernen. Zum Beispiel Black Sword Thunder Attack, die auch in der Epic, die es auch in die Epic Top 100 geschafft haben. Ne? Die waren hier kein Begriff vorher. Nee, und die Band ist so obskur, dass wir noch nicht mal ein Foto auftreiben konnten. Genau, die wollen auch so obskur sein. Genau. Die geben ja keine Fotos raus. Ja, naja. Aber so lernt man dazu. Und da gibt es also immer noch auch Tipps für uns, die Spaß machen. Dann haben wir auch wieder eine Live-Doppelseite. Ja, gut, also man hätte wahrscheinlich noch den einen oder anderen weiteren Live-Termin reinnehmen können, den der ein oder andere von uns besucht hat, aber es wird sich ja meist darin ergehen, dass man immer wieder am Anfang erstmal schildert, was es mit den Corona-Maßnahmen hier und da und dort auf sich hat. Die ähneln sich alle sehr stark. Glaub, man muss nicht darüber diskutieren, dass die Art und Weise, wie Konzerte gerade stattfinden, nicht der Ersatz für das sind, was wir eigentlich wahnsinnig vermissen seit Monaten schon. Andererseits sind sie aber auch wichtig einfach für Veranstalter, für Bands und aber auch die Konzertgänger selbst, um ja nicht den Draht zueinander zu verlieren und einfach zu sagen, die Szene lebt immer noch. Wenn auch auf Sparflamme momentan gezwungenermaßen in dem Bereich. Aber damit man halt einfach nicht den Kontakt zu den Venues, in die man sonst geht, verliert, zum Beispiel Gewinn oder kostendeckend, arbeitet da keiner. Ja, ist ein komisches Gefühl, wenn du in so einem Club drin bist und du siehst 20 Leute, die du kennst und möchtest hin und möchtest mit denen Bier trinken und dann bist du an der Tisch gefesselt. Das ist schon seltsam, ne? Also ich bin nächste Woche bei Dolch in Leipzig, also sofern es stattfindet. Fahr da zusammen mit Paul und Thomas hin und so. Wir freuen uns auch drauf und ja, wie gesagt, wir hoffen, dass es stattfindet, sogar vor relativ vielen Leuten. Ich glaube, 450 Leute dürfen rein in den Felsenkeller. Und dann wird es aber auch komisch sein. Man kennt die Hälfte der Leute und möchte eigentlich mit denen feiern und mal gucken, wie es so wird. Also
für mich ist das dann mein erstes Corona-Konzert. Ich habe keins gesehen bis jetzt. Ich war bei den beiden Sachen nicht, die hier. Ja, meins waren Raffle and Flash, die man da oben sieht, die haben in München gespielt und das musste einfach sein, ganz egal, was man sich im Vorfeld davon versprochen hat. Es war deutlich besser als erwartet, nicht von der Band her, sondern vom Ambiente allgemein, aber trotzdem, wie gesagt, das ist nicht the real deal. Das ändert sich hoffentlich nächstes Jahr wieder. Ja, und damit sind wir durch mit dem Heft. 140 Seiten haben wir, plus Poster und jo. Titelstory wird sicherlich nicht jedem gefallen, aber das ist ja bei speziellen Themen auch immer so, ne? Und darf ja auch so sein. Ja, hast du gut gemacht, Björn. Björn war ganz nervös vorher. Richtig, ich bin... Ob man Frank adäquat ersetzen kann. Nee, das kann er definitiv nicht, darum geht es ja zum Glück nicht, aber ich bin halt auch null Social Media affin. Ich bin nicht bei Facebook, ich war nicht bei MySpace. Und wenn ich gefilmt werde, kommen nur Evil Outtakes dabei raus und von daher... Sind wir auch nicht, aber du hast, hast gut geredet und ich glaube, die Leute könnte ich jetzt einschätzen. Die wissen jetzt, was für ein Typ jetzt hier sitzt. Ne? Und das ist ja das Wichtige. Ne? Und Frank bleibt uns ja auch erhalten. Frank ist ja weiter da, ne? In unserem Umfeld und nervt auch kräftig mit Themenwünschen und so weiter. Fast noch mehr als vorher. Also Frank hat hier zwar im Büro gesessen, aber ist nicht jeden Tag mit irgendwelchen Vorschlägen gekommen. Hat auch mal einen Tag zwischendurch sich auf andere Dinge konzentriert. was ich sagen wollte. Und jetzt ist es so, in jeder freien Minute tippt er die E-Mail und hat dann irgendwelche. Die Monocle findet er im Moment ganz toll. Ne? Genau, und ich habe auch schon die Androhung bekommen, wenn er Lake of Tears nicht bekommt, dann wird er mit der Helle Bade nach Dortmund reiten. Achso, ja, ich habe auch schon eine Androhung ausgestoßen Richtung Kosieg, aber ich sage nicht warum. Aber Kosieg muss auch aufpassen, der kriegt demnächst auch rein vor die Mappe, glaube ich, von Frank. Also sollen die beiden unter sich klären. Haben wir nichts mit zu tun. Ja, war prima. Ich hoffe, euch gefällt das Heft und danke nochmal für den Support und dann bis bald. Ne? So, wir packen jetzt schön weiter Hefte ein, die Vorbestellung. Wir sind ja, wenn wir das hier drehen, immer noch vor dem ersten Kiosktag des Heftes, immer so eine Woche circa. Ne? Da drehen wir es immer circa eine Woche vorher und in der Woche packen wir dann Hefte und Husky kommt morgen und hilft uns mit und ja... Wolf macht auch von seinem Büro aus mit und so weiter und so weiter. Okay, bis bald. Danke. Ne? Tschüss. Ciao.